Willkommen zu Alan Wake 2. Endlich gibt es Night Springs. Wir werden heute gemeinsam direkt in die erste Episode reinschauen. Ich bin wahnsinnig auf das Ganze gespannt. Alan Wake 2 war eines der geilsten Games der letzten Jahre für mich und dementsprechend freue ich mich auf das DLC. Wenn ihr da draußen mich unterstützen wollt, bewerten und kommentieren, habt ihr überhaupt mitbekommen, dass es ein DLC dazu gab? Oder sagt ihr, what? Night Springs? Höre ich zum allerersten Mal. Lasst es mich wissen. Jetzt kommt ein kleines Sponsoring und dann geht's direkt rein in Night Springs. Er ist wieder da, der Totenbeschwörer von Boostbox. Mit einem AMD Ryzen 7 7800X3D 8x4200 MHz, einer superschnellen GeForce RTX 4070 Ti und unschlagbaren 32 GB DDR5 RAM. Mit einer 2 TB SSD Kingston Festplatte, die ultimative Gaming-Maschine zum unschlagbaren Preis von jetzt nur 1.999 Euro. Link dazu in der Videobeschreibung. Ein Fan. Die Beschreibung des Wortes lautet: ein Enthusiast, leidenschaftlicher Anhänger. Eine Abkürzung für Fanatiker. Was für Außenstehende wie eine gefährliche Obsession oder gar Wahnsinn wirkt, ist aus der Sicht des Fans selbst etwas vollkommen anderes. Ein Fan zu sein, ist ein heiteres Dasein und steckt voller Glück, das dem Wissen über den Sinn des eigenen, erfüllten Lebens entspringt. Doch was, wenn es noch einen anderen Sinn geben könnte? Wenn du aus der Masse hervorstechen und von deinem Idol auserwählt werden könntest? Weil nur du seine geheimen Botschaften entschlüsseln kannst. Wie weit würdest du gehen, um das Ziel deiner Obsession zu retten? In Night Springs. Die kultig klassische Episode Number One Fan. Das Leben ist schon interessant. Man verbringt so viele Stunden damit, sich Dinge zu erträumen, zu hoffen und zu warten. Und dann, bäm, steht das Schicksal vor der Tür wie ein Postbote mit einem Paket, von dem man dachte, dass es bestimmt niemals mehr ankommen würde. Aber ganz egal. Wenn dein Schicksal Augen wie Sonnenuntergänge und einen samtigen mahagonifarbenen Bart hat, sind die Umstände nicht so wichtig. Doch mein Tag hat nicht so aufregend angefangen. Es war ein Tag wie jeder andere für diese Kellnerin und Beschützerin der Stadt Night Springs. Wie immer war Night's Diner der angesagteste Laden in der Stadt. Deshalb gab es immer mehr als genug zu tun. Ich bin so gespannt auf das Ganze. Mehr Alan Wake ist immer eine gute Sache. Denn ihr wisst ja, das Hauptspiel hat mir sehr gut gefallen und dementsprechend Night Springs. Here we go. Okay, schauen wir uns hier nochmal ganz kurz um, ob hier vielleicht irgendwas Spannendes rumliegt. Sieht aber nicht danach aus. Keine Zeit, die Kunden warten schon. Eine Zeit, die Kunden warten schon. Und sie fand ich immer sehr interessant. Das ist eine interessante Figur. Da ist jedermanns Lieblingskellnerin. Sieben, wer da ist! Hallo, Leute! Könnte ich noch eine Tasse von der köstlichen Spezialröstung bekommen, die nur du zubereiten kannst? Gerne doch. Möchte sonst noch jemand? Ich! Und ich auch, bitte. Eine für mich! Vielen Dank! Alles klar. Eine frische Kanne kommt sofort. Irre, so sieht sie die Welt? Das ist irgendwie erschreckend, oder? Wenn man bedenkt, dass alles rosa ist. Der Kuchen hier die ist rosa-rote Brille. Lecker. Hallo, na, geht's Ihnen gut? Erteile einen wirklich guten Rat. Kann ich optional machen.
Sie da, Sie sehen aus, als bräuchten Sie einen wirklich verdammt guten Rat, was Bartstyling angeht. Sieht nämlich ziemlich amisch aus und irgendwie, ich weiß nicht. Passt irgendwie nicht so richtig. Kaffee, wer will Kaffee? Kaffee. Noch eine Tasse? Ich würde dafür töten, so sehr für etwas zu brennen wie du für diesen Autor. Dankeschön. Ihr zwei seid füreinander bestimmt. Und ob wir das sind. Das sehe ich haargenauso. Wir sind füreinander bestimmt. Ganz bestimmt. Heißer Kaffee. Ich habe gehört, deine Fanseite für diesen Schriftsteller wurde zur besten Fanseite aller Zeiten gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Das war nicht einfach. Wenn der Kaffee wirklich heiß ist, so richtig, richtig heiß, kann man dann die Tasse so halten? Psychos. Absolute Psychos. Ich liebe die Medium-Rare-Burger hier. Ah, ein Fan, ha? Huh? Bitteschön. Eine so clevere und anmutige Person wie du sollte nicht Kaffee an Normalos wie uns ausschenken müssen. Oh, das macht mir nichts aus. Wow, die fährt aber einen ganz schönen Ego-Trip. Das ist schon ziemlich... Das ist ungesund, okay? Hier ist dein Kaffee. Wie bringst du nur dieses Diner, dein Vogelreservat und die tolle Fanseite für deinen Lieblingsschriftsteller unter einen Hut? Mann, 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 bekomme ich hier Zucker hineingeblasen. Ach, jeder hat seinen Kaffee. Dann bringe ich die Kanne zurück. Ja, aber wo gebe ich denn hier so einen Expertentipp? Ich würde gerne noch hier einen Expertentipp geben. Optional. Die wollen alle keinen Tipp. Die wollen mich nur bejubeln und lobpreisen. Der Bauarbeiter? Kein Tipp. Die Biker-Lady? Schnurrbartmann? Oh, hier. Ich arbeite sehr hart und ich habe ein natürliches Talent dafür. Ha, kein Wunder, dass wir Normalsterblichen nicht mit dir mithalten können. Ich werde nie so erfolgreich sein. Nein, wirst du nicht, denn du bist quasi im Vergleich zu mir Abschaum. Es bringt nichts, mich mit dir zu vergleichen. Du musst etwas für dich finden und es durchziehen. Ich glaube an dich. Wow. Dank dir sehe ich die Welt nun völlig anders. Vielen Dank. Kein Problem. Kein Problem. Gern geschehen. Ah, ich fühle mich richtig gut. Nach diesem Tipp bin ich irgendwie... Ich würde nicht Jesus sagen, aber... Der Schriftsteller ist hoffnungslos in sie verliebt, aber zu schüchtern, sie anzusprechen. Aber ich glaube, ich bin mit ihm auf einer Stufe. Ich liebte es, die sehr erfolgreiche Besitzerin und Betreiberin des beliebtesten Diners der Gegend zu sein. Aber das war nichts im Vergleich zu meiner lodernden Leidenschaft für den Schriftsteller und sein literarisches Talent und sein wallendes Haar und seine Lippen so süß und butterweich wie Kuchen. Kuchen! Ich muss die Kuchenteller von den Tischen abräumen. Ach. Und ich muss weiter richtig wichtige, gute Tipps verteilen. Der Schriftsteller lebt außerhalb der Stadt in seiner Villa. Warum besuchst du ihn nicht? Wir kommunizieren auf unsere Weise. Ich habe gehört, dass du jedes einzelne Kätzchen vor dem Bären gerettet hast. Unglaublich. Danke. Die Yogastunden haben sich wirklich bezahlt gemacht. Ja, aggressives Power-Yoga ist halt, das muss man können. Das muss man können. Wird Knight's Diner dieses Jahr am landesweiten Kuchenwettbewerb teilnehmen? Natürlich! Das wird unser 20. Sieg in Folge. Mein Date gestern Abend war ein totaler Reinfall. Du bist die Liebesexpertin. Irgendwelche Tipps? Ja, der Fusselbart und dieses komische Stirnband, Bandana, Klatzen-Styling ist halt einfach nicht sexy. Ja, aber erzähl mir erstmal alles. Um's kurz zu machen, sie meinte, ich kleide mich wie ein geschädener Turnlehrer. Ja. Aber es zählen doch die inneren Werte, oder? Ich wusste es. Die Klamotten sind einfach... Boah. Du musst dich schon ein bisschen rausputzen. Falls du noch keine Jacke mit Ellbogenflicken hast, kauf eine. Ellbogenflicken? Oh, alles klar. 1000 Dank. Keine Ursache.
Ellbogen flicken. Das schreit aber auch nach Schriftsteller in Schreibblockade, Midlife-Crisis-Phase. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Styling-Tipp ist, meine Liebe. Verzeihung, hast du kurz Zeit? Ganz kurz, du siehst, ich bin der Star hier in diesem Raum. Was darf es sein? Oh. Ich brauche eine Buchempfehlung. Immerhin bist du die Literaturexpertin dieser Stadt. Oh, du musst das neueste Buch aus der Krimi-Trilogie dieses Schriftstellers lesen. Ich hol dir gleich ein Exemplar. Beschaffe den Roman aus dem Lager. Wie viele hat sie denn davon? Alle. Alan Wake ist eigentlich gar kein erfolgreicher Schriftsteller, sondern sie hat einfach alles aufgekauft. Dadurch wirkt es so, als wäre er ein erfolgreicher Schriftsteller, weil alle Werke sind ja de facto verkauft. Was war das denn? Ah. Wo ist denn das Lager? Ach, hier drüben haben wir noch eine Tür. Tja, ich habe die Farbgestaltung. Moment. Von dem Lager irgendwie ganz anders in Erinnerung. Creepy. Mitarbeiter des Jahrzehntspreis als Anerkennung dafür, dass sie so gut wie in allem die Beste ist. Verliehen an jedermanns liebste Kellnerin. Beat-Poesie-Nacht im Nightsteiner. Nightsteiner präsentiert die Beat-Poesie-Nacht für den literarischen Fortschritt von Night Springs jeden Freitag ab 20 Uhr. Ja, so ein Diplom habe ich auch, ne? Let's Player des Jahrhunderts bin ich. Angeblich der Beste. Kommt nicht von mir, sagt das Diplom. Ich hoffe, er zerknittert keine Seiten. Vogelpflege. Vielen Dank, dass Sie sich um meine 6 Rs kümmern. Ich weiß, dass Sie mit den anderen kranken Vögeln im Vogelreservoir jede Menge zu tun haben. Doch wenn irgendwer ein Heilmittel für Ihren seltenen Vogellupus finden kann, dann sind Sie es. Mit freundlichen Grüßen, ein junges Mädchen, das irgendwann so sein will wie Sie. Das Einzige, was schmerzlicher ist als die Liebe, ist erneut zu lieben. Liebe ist Leiden. Von Amerikas Bestsellerautor. Der Tod holt jeden. Das bedeutet aber nicht, dass er niemanden Schmerzen bereitet. Sterben ist Leiden. Einem Mann wurde sein Leben genommen. Er sinnt auf Gerechtigkeit und eine ganze Stadt wird leiden. Aha. Wo ist jetzt das Buch? Hier ist kein Buch. Vielleicht in ihrem Spind? Das sind nur alte Schuhe. Jetzt ihr gesagt, sie hofft, dass er nicht die Seiten verknickt. Aber, meine Damen und Herren, so blind kann keiner sein. Ich sehe kein Buch. Ich sehe kein Buch. Was soll ich jetzt machen? Da ist kein Buch drin. Ah, sie geht aber immer wieder raus. Das Einzige, was ich gedacht hätte, vielleicht... Kann man die Schubladen vielleicht irgendwie öffnen? Ich kann reinzoomen. Hier liegen 2 Bücher rum. Aber die... Die sind es nicht. What? Und zum Schwengel... Ich bin es, dein Lieblingsschriftsteller, dessen Stimme du im Schlaf erkennen würdest... Ich bin in Gefahr. Bitte, mein allergrößter Fan. Du bist meine einzige Hoffnung auf Rettung. Ach, du meine Güte. Keine Sorge. Ich bin unterwegs. Mein geliebter Schriftsteller war in schrecklicher Gefahr. Und ich musste ihn retten. Noch nie stand so viel auf dem Spiel. Zum Glück hatte ich alle meine Accessoires in der Küche des Diners aufbewahrt. Boah, habe ich mich eben gerade erschrocken. Auf einmal redet der Fisch...
Okay, was hat sie denn für Accessoires? Meine Accessoires. Oh. Alles, was ein Mädchen braucht, um im Kampf um die Liebe den Sieg zu erringen. Meine zuverlässige vollautomatische Schrotflinte. Extreme Situationen erfordern extreme Waffen. Halte RT, um den vollautomatischen Feuermodus der Schrotflinte. Okay. Mein Repetierjagdgewehr mit Walnussschaft. Tödlich. Und sieht auch noch unglaublich gut dabei aus. Genau wie ich. Walnuss ist sexy. Endlich war ich bereit für eine Nacht in der Stadt. Voller Gefahren. Alright, sie ist der verdammte Terminator. Dankeschön. Ja, ich habe die Shotgun aus Versehen abgefeuert. Ja, das war ich. Ja, danke. Dankeschön. Hey, super, danke. Ja, ja, ich bin eine Heldin. Ja. Woo, hey, okay. Zum Bootshafen geht's hier lang. Beeil dich lieber. Geh durch den Bootshafen. Das ist der schnellste Weg. Alright. Dankeschön. Das war mein Moment. Meine Chance, den Schriftsteller zu retten und ihm klarzumachen, wie sehr er mich braucht. Wenn das nicht Liebe ist, weiß ich auch nicht. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit ums Diner. Aber nicht so gut wie du. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Dankeschön. Da, ich werde ihn retten. Einer muss es ja machen, ne? Du bist als einzige tough und anmutig genug. Ja. Ich ließ mein altes Leben hinter mir wie eine Leiche, die man in einem See versenkt, damit niemand sie findet. Nichts würde mehr zwischen mir und meiner Zukunft mit dem Schriftsteller stehen. Ey, hier, alter Mann, mal ein bisschen euphorischer, ja? Ich rette immerhin den Schriftsteller und damit die Welt. Oh. Oder vielleicht auch nicht. Ich würde sie sofort heiraten. Traumfrau. Absolute Traumfrau. Wer zum Teufel ist das denn nun? Wer zum Teufel ist das denn? Oh. Ich wusste, du würdest ihn retten. Ah, Scratchy. Wer bist du? Und warum siehst du aus wie eine etwas weniger attraktive Version meines Schriftstellers? Wag es ja nicht, mich mit diesem wertlosen Schreiberling zu vergleichen. Klar, ich bin vielleicht sein wilder und rebellischer Zwillingsbruder, aber niemand ist perfekt. Ich wusste nicht, dass er einen Bruder hat. Also gab es ja die ganze Zeit zwei von ihm. Das wird sich heute noch ändern. Kein Schriftsteller mehr, keine Bücher, nie wieder in seinem Schatten. Aber du bist sein Bruder. Ich bin sicher, ihr könnt darüber reden. Und dann werdet ihr feststellen, dass ihr so viel gemeinsam habt. Und dann könnt ihr zusammenziehen. Und ich komme zu Filmabenden vorbei und bringe Popcorn. Er hatte seine Chance auf Filmabende und Popcorn, aber er wollte immer alles für sich haben. Ein Jammer. Man sagt doch, die Lösung ist immer mehr. Stimmt, habe ich auch schon gehört. Die Lösung ist immer mehr. Was hast du ihm angetan? Mr. Schickimicki ist an einen Ort gesperrt, den du nie finden wirst. Damit kommst du nicht durch. Ich werde dich aufhalten. Babe, hinter mir steht eine ganze Armee, die diesen Schreiberling beinahe so sehr hasst wie ich. Die sterben lieber, als ihn noch ein mieses Buch schreiben zu lassen. Und was hast du zu bieten? Liebe. Und ich bin bewaffnet, also, ja, Knarren. Ich habe eine Schrotflinte. Nun, ich habe... Warte, das ist eine echte Schrotflinte? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Spielt auch keine Rolle. Du kannst uns nicht alle aufhalten. Nur What? Ein Monster konnte blind gegenüber What? Den ergreifenden Büchern meines Schriftstellers sein. Oh, ich dachte, das würde explodieren. Okay, das... Wow, ich muss erstmal reinkommen wieder. Ich habe heute Morgen Spinat gegessen, also legt euch nicht mit mir an. Bin ein bisschen raus. Jetzt wird's heiß. Alter, das splattert. Immer noch? Okay. Jetzt ist Ende.
Sprich so mies! Schaff, Mann! Ihr seid alle so tiefelhaft! Ach, meine Güte! Das ist ziemlich viel Feuer! Kommt nicht zwischen mich und meinen Schriftsteller! Veröffentlicht so etwas überhaupt! Wow, 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 wow. Jetzt wird's heiß. Alter, die Körperteile werden ganz schön demoliert, ne? Zeit für Kugeln. Hab's geschafft. Wow, 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 wow. Okay, ich muss rennen. Heilen. Yes, please. Schönes Ding. Meine Waffe ist hungrig. Komm schon, Baby. Wow. Alles jetzt drauf. Bad ass. Aber so richtig. Aber der Große müsste eigentlich noch leben, oder? Ich darf die Kugeln nicht vergessen. Upsi. Ist ein bisschen orientierungslos, aber lebt noch. Das nehme ich mal mit. Anleitungen sind spannend dagegen. Da ist er doch. Hey! Big Booby! Ich fühle mich dumm, wenn ich das lese. Ich habe heute Morgen Spinat gegessen, also legt euch nicht mit mir an! Komm her! Munition mehr. Puh, das war nice. Optisch auch echt ein geiles Game, ne? Der hat doch direkt die Musik losgeht. Hoppla, da muss ich eben nachladen. Dieser Hillbilly-Style, einfach geil, ne? Der dämliche Zwilling meines Schriftstellers hat ihn irgendwo eingesperrt. Wie einen süßen, hilflosen Prinzen in einem Turm. Aber sein Fan in glänzender Rüstung ist unterwegs. Zum Glück hatte einer dieser Hater ein Loch im Zaun für mich hinterlassen. Immer diese Hater. Einen Moment, ich muss meine Waffe nachladen. Immer diese Hater. So, meine Nicht-Hater hoffentlich. Wir sehen uns wieder in der nächsten zuckersüßen Folge Alan Wake 2. Wir werden kommentieren. Oh, kann ich das hier auch noch öffnen? Klar. Boah, hier kriegst du aber echt viel Kram. Hier kriegst du ja super viel Kram. Wir werden kommentieren, beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Auf Wiedersehen und tschüss!